Dann machen wir doch direkt mal weiter. Fremde kann ich nicht ausstehen. Was gibt's? Schnauze, ich bring dir schon noch Respekt vor höheren Dienstgraden bei. Es sei denn, du strebst einen Lebensabend auf der Galeere an. Oh nein, Herr. Verzeiht, ich wusste nicht... Natürlich nicht. Die ganze Garnison braucht eine Lektion in Sachen Disziplin. Oder hast du was einzuwenden? Nein, Herr. Gute Einstellung. Ich rede noch mit eurem Kommandanten. Okay, da ist ja noch einer. Waren hier ja überall schon. Dieben hackt man hier die Hand ab. Die Latrine ist aber wirklich gut versteckt. Dein Glück, dass der Kommandant dich sprechen will. Gehen wir. Man hat den Hexer im Garten gefasst. Das lade ich. Warum auch immer er mich da einfach erwischt. Schnauze, ich bring dir schon noch Respekt vor höheren Dienstgraden bei. Es sei denn... Dieben hackt man hier die... Okay, ich bin... Wie es zu erwarten war. Nicht versteckt im hohen Gras, sage ich jetzt mal. Was gibt's? Aber ich bin mir echt unsicher, was ich hier tun soll. Also, vielleicht soll ich einfach nur einmal rangucken und dann hier wieder hinter den Stein verschwinden. Weil ansonsten habe ich ja nicht viel Auswahl hier. Ja, okay. Junge! Geralt, renn dich halt nicht fünfmal fest an dem Scheiß! Was gibt's? Schnauze. Frage zwischendurch. Dieben hackt man hier die Hand. Was soll denn das? Also, das ist ja absolut dumm. Schnauze, ich bring dir schon noch Respekt vor höheren. Meine Augen. Also ist ja halt wirklich dumm. So, wenn ich nicht da hingehe, dann bleibt der da stehen. Ne, der hier macht hier Patrouille. Der läuft hier von rechts nach links, von links nach rechts. Jetzt läuft er gleich wieder zurück. Hoffentlich sieht er mich hier nicht. Dürfte mich aber eigentlich nicht sehen. Genau, und der andere Typ bewegt sich keinen Meter. Ich wollte gerade sagen, Geralt, lauf dich jetzt nicht schon wieder fest, du Bastard. Okay, das ist jetzt natürlich ungünstig, dass die jetzt hier genau so patrouillieren. Alter, die patrouillieren jetzt echt beschissen, möchte ich mal anmerken. Vielleicht muss ich zwei, drei Gänge abwarten. Eieiei. Jetzt kommt der wieder. Jetzt dreht er gleich um. Perfekt. Heilige Scheiße, Alter. Hier speichere ich. Das war jetzt eine Geburt, ey. Wenn ich genau gewusst hätte, wie es hier aussieht, hätte ich gekotzt. Warum ist hier ein Ausrufezeichen? Keine Ahnung, okay. Okay, da kann ich wahrscheinlich reingucken. Sehe ich das richtig? Hast wohl vergessen, an wem du bist, Kommandant. Und du hältst mich wohl für einen Schwachkopf. Du ziehst die Wachen von den Straßen ab und lässt sie die Teppiche, Stoffe und Gewürze bewachen, die du den Kaufleuten abgenommen hast. Das nenne ich geistig unterentwickelt.
Offenbar hast du keine Ahnung, welche Verantwortung du trägst. Du musst einen Alten nicht das Schnarchen lehren, Zauberin. Ich regiere Flotsam seit Jahren. Nein, die Angst vor Jorvet regiert Flotsam. Sie beherrscht sogar dich. Ich habe dir meinen Willen bereits mitgeteilt. Wie ein Quengelbalg, dem man sein Zuckerzeug weggenommen hat. Kommandant, eines Tages packen sie dich am Kragen und knüpfen dich am nächsten Baum auf. Als den gemeinen Räuber, der du bist. Auch deine Zeit kommt noch. Die mit dem Reisig unter den Füßen. Das reicht. Die Angst trübt dir die Sinne. Denk nach über das, was ich sagte, und antworte, ehe es zu spät ist. Okay, scheint ja hier nicht so gut zu laufen. Wenn der Typ da weggeht, gehe ich mal runter. Und dann muss ich irgendwo dahin. Hallo. Wie? Hallo. Er springt einfach nirgendwo. Jetzt kann ich nicht mehr. Was ist denn das für eine Scheiße? Ey? Ah! Das war jetzt aber Miroslavski, ey. Dieben hackt man hier die Hand. Habe ich irgendwen übersehen? Also, ich habe keinen Bock hier irgendwie das nicht sneaky zu machen. Sneaky ist viel lustiger. Ah, okay, er ist da hingegangen. Gut, den habe ich nicht gesehen. Das war dumm von mir. Sagen, willst du dich bitte so ein bisschen in Deckung begeben wenigstens? Willst du bitte woanders hingehen, Freund? Gut, da kann ich über die Mauer oder da durchs Tor, aber ich schätze, ich muss da über die Mauer. Warten wir mal ganz kurz, bis der Typ da weg ist. Dann springen wir dabei ihm über die Mauer. Dieben hackt man hier die. Leck mich doch am Arsch. Scheinbar können die mich auch hören, nicht nur sehen. Kann ich hier. Hallo? Man bleibt halt öfters mal in so einer Scheiße hier hängen. Junge! Ich möchte mal anmerken, ich bin nicht gegen den Holztrog getreten, so wie letztes Mal. Das hat mich ein Geräusch gemacht und das habe ich dieses Mal extra nicht gemacht, um eben kein Geräusch zu machen. Hallo? Dieben hackt man hier die. Okay. Meine Fresse, ey. Kein Fan von der Mission hier. Die ist nicht so geil gemacht. Zucker. Bin ich early? Nein! Oh, F5. Das war aber knapp, ey. Hallo Julia, ey. So. Darf ich hier noch was beobachten oder was ist das hier? Ich glaube, ich habe gespeichert, ich hoffe. Ich wollte gerade sagen, aber nicht auf der anderen Seite jetzt runterspringen, sonst muss ich das Ganze nochmal machen. Gut, wir nehmen jetzt den Schrott hier mit. Eisenrahmen, Schema, solides Hexersilberschwert, Rüstung des Astrogarus und Gewebeaufwertung. Gut. Jetzt so werden Roche zurück. Dafür ist das hier also alles so da. Interessant.
Keine Ahnung, warum da hinten auch noch einer stand. Hat jetzt nicht so Sinn gemacht in meinen Augen. Hallo Freunde. Es geht doch nichts über Spaß am Feuer. Ich nehme Spaß am Feuer mit Schnaps. Ja, ja. Erzähl doch noch fünfmal. Hier ist nicht Werner Rosch. Werner. Freund. Ich möchte hier eigentlich gar nicht rein. Aber ich glaube, ich darf hier nicht raus. Los, hinein. Sie warten schon. Und wohin jetzt? Das ist ja ein Riesenstall. Ihr geht nirgendwo hin, Herr. Jedenfalls nicht du. Wir haben Befehl, niemanden außer dem Hexer einzulassen. Hund, Räudiger. Du willst es hässlich? Das kannst du haben. Wenn du hier Krach machst, rufe ich Verstärkung. Schon gut. Bestell Loredo, dass ich die Botschaft verstanden habe. Leb wohl, Rosch. Ihr fällt mir nicht. Also muss ich das rein? Also freuen? Das ist immer noch ein Riesenhaufen. Okay, also er mag uns ja jetzt schon mal prinzipiell nicht mehr. Warte mal, ein unmoralisches Angebot, Bernard Loredo. Zum Kommandanten? Ich habe etwas für ihn. Na dann, viel Glück. Seine Laune ist miserabel. Warum das? Das erzähle ich dir ein anderes Mal. Und anderswo. Okay, Freund. Ich mache übrigens gerade gar nichts. Darf ich wieder raus? Ja. Dann würde ich hier nämlich auch andersrum. Kein Durchgang. Okay. Ich würde hier schon mal nicht andersrum gehen. Zutritt nur mit Erlaubnis des Kommandanten. Pack dich. Hallo, Kommandant. Endlich. Sie wollten mich nicht vorlassen, solange die Zauberin hier war. Hast du sie gesehen? Angemalt wie eine Marketenderin beim Vormarsch. Zauberin meinen, sie könnten sich alles leisten. Ich habe gehört, was in Temerien geschehen ist. Du wirst steckbrieflich gesucht. Hässliche Sache. Aber vielleicht werden wir uns einig. Ich vertrete hier das Gesetz. Ich muss wissen, was der legendäre Weiße Wolf am Arsch der Welt sucht. Das weißt du doch schon. Haben wir ihm das nicht ganz am Anfang gesagt? Ich sag die Wahrheit. Ich suche den, der schuld ist an Foltests Tod. Was? Hier? Die Skoyatel hatten ihre Finger im Spiel. Und ihre Spur führt nach Flotsam. Ein Glück, dass du auf Bernard Loredo gestoßen bist. Wenn Jorvet wirklich das Blut des Königs an den Händen hat, helfe ich dir, ihn zu erwischen. Was ist mit Vernon Rosch? Warum hast du ihn nicht vorgelassen? Rosch? Weißt du nichts von seinem zweifelhaften Ruhm? Erst handeln, dann denken. Und wenn er handelt, fließt üblicherweise das Blut von Unschuldigen. Du bist doch hoffentlich auf unserer Seite. Welche Seite ist das? Die der Menschen von Flotsam, die seit Jahren von Elfenbanden terrorisiert werden. Das ist gelogen? Das kann ich nicht beurteilen. Das ist die Wahrheit. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Die Begegnung mit Jorvet war beinahe tödlich für uns. Diese verfluchten Eichhörnchen wagen sich immer weiter vor. Und die Anderlinge der Faktorei? Schmiede, Händler, Jäger. Sie jagen, essen und schlafen unter den Menschen. Auf welcher Seite stehen sie? Ich weiß es nicht. Da liegt ja der Hund begraben. Wer ums Fortbestehen kämpft, muss sich seine Verbündeten sicher sein. Die Anderlinge in Flotsam. Sicher, sie essen, ficken und scheißen mitten unter uns. Aber was, wenn Jorvet sie zum letzten Kampf aufruft? Na. Glaube ich nicht. Sehe ich so. Könnte auch sein, aber steht da. Ich sehe so einiges. Es ist erstaunlich, dass sie euch noch nicht verraten haben. Wie? Die Wachen behandeln sie wie Unrat. Ich kann mir nicht erklären, was sie hier noch hält. Ganz einfach, Geralt. Das tut der Hunger, den sie im Wald hätten. Aber diese Akte der Insubordination müssen wirklich sanktioniert werden. Der Soldat ist ein einfacher Mann. Sieht er seinen Kameraden an einem Schuss der Skoyatel krepieren, fällt es ihm schwer, den Elfen freundlich anzuschauen, der seiner Frau butte Tücher verkauft. Du bist ein Hexer. Du beschützt einfache Leute vor Ungeheuern.
Und ich beschütze sie vor der Gefahr, die sich unter den Bäumen verbirgt. Eigentlich war das gerade okay. Also er meinte ja, ne? Er hat's relativ... Ne, bin ich fein mit. Was ich ehrlich sagen, also fand ich jetzt nicht rassistisch. Mir ist klar, was du meinst. Jorvet ist ein Ungeheuer, das Reisigsammler verschlingt. Nur schlimmer, weil er klüger und grausamer ist. Wie können wir ihn erwischen? Du sollst ihn nicht töten. Ein ganzes Kommando ist selbst für dich zu viel. Quatsch. Ich hätte da eine Idee. Aber davon später. Die Eichhörnchen brüten was aus, rücken immer weiter zur Anlegestelle vor. Offenbar wollen sie die Barke im Hafen attackieren. Was für eine Barke? Was hat es mit der Barke auf sich? Sie soll Banditen, Mörder und Vergewaltiger ins Gefängnis von Drakenborg bringen, sobald... Sobald sie um ihren berüchtigten Anführer ergänzt sind. Mit der Kirsche auf der Torte, der großartigsten Trophäe des Bernard Loredo. Du nimmst mir das Wort aus dem Munde. Mit einem Jorvet in Freiheit können Menschen, Elfen und Zwerge nicht miteinander leben. Ich muss die Pläne dieser Eichhörnchen erfahren. Wie sollte ich die kennen? Unterschätz mich nicht, Hexer. Ich habe meine Vorurteile, aber die machen mich nicht völlig blind. Nehmen wir deinen Freund Soltan. Er hatte Kontakt mit Jorvet. Soltan soll mir helfen. Er darf doch die Stadt nicht verlassen. Vertrauen, Geralt. Muss man schrittweise aufbauen. Wir haben da ein Problem, bei dem du uns helfen könntest. Ich weiß. Eine Bestie, der Kairan genannt, blockiert unseren Hafen. Das heißt, die Stadt erleidet Verluste. Töte das Monster und die Verbrechen deiner Freunde sind vergessen. Dann kann dich Soltan zu Jorvet führen. Ich bin Hexer. Ich arbeite nicht zum Spaß. Natürlich nicht. Für den Anführer der Skoyatel erhältst du einen angemessenen Lohn aus der Kasse der Faktorei. Ist absolut fein bis jetzt. Ich hätte die anderen Sachen gerne noch gefragt. Ich glaube, das war eine Hauptfrage hier. Mal sehen, was ich herausfinde. Mögest du Flotsam den Frieden bringen, auch wenn du Stürme entfesselst, wo immer du erscheinst. Lass das Städtchen nicht im Stich, Geralt. Leb wohl. Nee, ich lebe noch nicht wohl. Ich möchte mit dir schnacken. Was gibt es Neues, Hexer? Jorvet loszuwerden wird nicht einfach. Er mag hartnäckig sein, aber wir sind auch nicht ganz ohne. Ich lasse nicht zu, dass die Skoyatel Flotsam niederbrennen, wie es ihre Art ist. Die Menschen in Flotsam verdanken den Elfen nichts. Häuser und Werkstätten haben sie selbst errichtet. Nicht auf dem Grund zerstörter Elfenstädte, sondern im dichten Busch. Wenn die Langohren es wissen wollen, zeigen wir ihnen, wo ihr Platz ist. Ganz schön viele Soldaten für eine kleine Faktorei. Die Handelswege ziehen Räuber an, wie Scheiße fliegen. Nur Soldaten können für Sicherheit sorgen. Wir sind die letzte temerische Siedlung in diesem Land. Und wir lassen uns nicht von einer Bande Elfen verjagen. Okay, also seit wann bedrängt er euch? Und er hat uns einfach nur erzählt, dass er uns bedrängt. Seems not so smart. Hast du ein Problem damit, wenn ich das beklaue? Nö, ne? Stimmt, okay für dich. Können wir uns mit dem da unterhalten? Ne. Okay. Achso, Briefe einstecken können wir hier. Nice. Und die scheiß Briefe sollen wir lesen. Da ist einer. Und an der Seite war ja auch einer. Gut, dann verlassen wir wieder die Residenz, würde ich sagen. Kein Durchgang. Okay. Ist unser Freund Vernon Roche noch da? Mit denen würde ich ordentlich aufräumen. Ich glaube, die würden dich einfach kalt machen. Tu's doch und reiß hier nicht das Maul auf. Wir machen viel zu viel Aufhebens mit denen. Unserer Garnison gehen schon die Soldaten aus. Eben, wen schert's, welcher Helfer an Skoyatel ist? Schlachten wir doch einfach alle, dann ist Ruhe. Du machst doch nur ihre Gören und Weiber nieder. Und? Aus den Belgern werden Eichhörnchen. Und die Weiber werfen immer neue. Hört mit diesem Dreck auf, sonst geh ich. Schöner Rassismus hier. Na ja, ist wieder auf seinem Posten. Hat fertig. Gehen wir mal raus. Jetzt darf ich wieder meine Sachen anlegen. Ich könnte kotzen. Vergiss dein Eisenzeug nicht. Ich schwöre dir, halt dein Maul, ey. Ich hasse mein Leben.
Ja. Habe ich. Danke. Dann Bomben wieder da rein, Falle wieder da rein, Distanzwaffe wieder da rein. Rüstung des Astrogarus macht 7 Rüstung. 30 Vitalität. Das ist mehr als meine. Ein bisschen weniger Giftresistenz, ein bisschen weniger Blutenresistenz, aber dafür Reduktion von magischem Schaden. Ich würde sagen, wir ziehen die an. Schema solides Hexerschwert. Bluten plus 6 und 12 bis 18 Schaden. Das macht 11 bis 18 Bluten 5. Okay, also das ist marginal besser. Kostet gefühlt gar nichts. Weil wir haben keinen Sinn mehr. Okay. Egal. Gut, wir sind wieder einigermaßen ausgerüstet. Dann würde ich sagen, was das auch schon wieder fast mit dem Part hier. Den Kairan, ja, ja, klar. Wir haben gekloppt. Das war das da. Ein Laden voller Träume. Gut, ich würde sagen, ich gucke nochmal in die Quest. Bis zum nächsten Mal. Dann überlege ich, was wir machen. Bis dahin, haut rein und tschüss.